Hey Leute, ich muss euch hier wieder zu The Walking Dead Review. Folge 13, Staffel 7. Sind wir Staffel 7? Ja, war Staffel 7, ne? Ja, was können wir berichten über die 13. Folge? Wir können berichten, dass die 13. Folge besser war als die 12. Aber noch schlechter ging es, glaube ich, gar nicht, ja? Also die 12. Folge können wir noch mal kurz ansprechen. Was ich gar nicht erwähnt habe, das Reh, ja? Also ich habe das jetzt so oft noch mal im Internet gelesen, dass dieses Reh absolut scheiße animiert war und stimmt, ja, das habe ich absolut verdrängt. Also generell die 12. Folge habe ich ziemlich verdrängt, weil ich die so schlecht fand, und ich glaube, die allgemeine große Meinung, ich glaube 95% fand ich scheiße, also wirklich. Da bin ich froh, dass die 13. Folge ein bisschen besser ist. Also es ist auch jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die Serie ist aktuell auf so einem Stand, man guckt sie, weil man halt noch Fan ist, aber eigentlich, so wenn ich jetzt einen sage, so, ey, guck dir Walking Dead unbedingt an, weil es so geil ist, würde ich hier angelügen. Also aktuell schleift das sehr stark, ne? Ich weiß nicht warum. Es hat doch so gut angefangen und so langsam, ich weiß nicht, wollen sie, sie machen zu viele Folgen vielleicht draus. Vielleicht hätten sie die Staffeln kürzer machen sollen, ein bisschen knackiger. Aber egal, wir gehen jetzt mal erstmal auf die 13. Folge. Die war nämlich gar nicht so schlecht, der war ganz gut eigentlich. Denn wir haben das, wenn das Königreich diesmal, ja, also diesmal ist das Königreich komplett im Bilde. Und ja, was ist da passiert? Wir haben halt mal wieder, also wobei das ist echt schon oft jetzt passiert, sie müssen halt den Tribut abgeben, ne? Und man sieht erstmal, wie sie was sammeln. Also sie sammeln Melonen für den Tribut, werden unterwegs, als sie den Tribut wegbringen wollen, aufgehalten, weil da eine Barrikade ist, die ein Pfeil zeigt zu einem Grab, wo jemand begraben werden soll. Aber da lag halt niemand, und das sind dann halt Rätsel, die einen aufgelöst werden. So, ey, was wird damit gemeint? Man hat vorher auch Richard gesehen, wie er wohl einen Rucksack hatte von Katie, vermutlich eine seiner Tochter. Wir wissen ja, dass er Familie hatte und die weg ist. Und ja, auf jeden Fall, wir sehen, dass die da hingehen, den Weg wieder freimachen und dann halt zum Tribut gehen, also den Tribut zahlen wollen. Und da eskaliert es halt, ja, also wir erfahren endlich, warum wohl das Königreich sich Rick anschließen wird, ja, weil dabei eskaliert, sie haben keine 12 Melonen, sie haben 11 Melonen, ja, also ohne Witz, eine Melone zu wenig. Und dann rastet der eine Typ aus, hey, geht gar nicht, gibt ihr uns die Waffen, sie geben die Waffen ab. Also das Königreich will ja halt wirklich für die arbeiten, will ja keinen Stress, aber es entsteht halt Stress, ja, also die müssen ja Waffen abgeben, dabei, damit die halt sich jetzt nicht wehren können. Und ja, es gibt nur 11 Melonen. Und um ein klares Statement zu machen, wissen wir, wie Negan tickt und wie die das machen. Sie töten eigentlich jemanden. Und das passiert jetzt da eigentlich auch. Sie nehmen die Knarre, die wird auf Richard, ja, auf den Kämpfer vom Königreich gerichtet. Und dann schießen sie aber auf Benjamin, also auf den Jungen, der von Morgan ausgebildet wird. Ich weiß gar nicht, wo sie ihn getroffen haben. Es sah aus wie am Bein. Und naja, sie wollen dann halt schnell behandeln. Aber die Gruppe von Negan sagt so, nee, habt ihr jetzt nicht verstanden? Und ja, sie schaffen es halt, den Jungen zu Carol zu bringen. Schaffen es aber nicht, ihn zu behandeln. Er stirbt dabei. Was, ja, sehr, ja, schon ziemlich hart ist, ne? Also, ist schon krass. Also, der arme Benjamin, ich meine, er konnte nichts dafür. Ja, und dann erfahren wir halt in der Folge einfach nur, warum es dazu gekommen ist. Ja, der Morgan findet halt heraus, also findet, weil er ausrastet, also der ist down, er hat ja seinen Sohn verloren, ihn hat er jetzt ausgebildet, der tickt mal ein bisschen wieder aus, also der spielt verrückt, und findet dabei dann heraus, dass diese eine Melone versteckt worden ist, da wo die Barrikade war, und dann kombiniert er eins mit dem anderen und weiß, dass Richard diese Melone versteckt hat, und das da setzt er natürlich unter Druck, geht er hin und will wissen, was Sache ist. Der erzählt ihm das, dass seine Frau gestorben ist, seine Tochter gestorben ist. Also eine sehr traurige Geschichte, wie die meisten eigentlich haben. Und er sich halt opfern wollte. Das hat ja Daryl damals gesagt. Opfer doch nicht dir, opfer dich selbst, wenn du das Königreich liebst. Ja, und das hatte er jetzt wirklich da in dieser Situation halt vor. Aber er wurde halt nicht abgeknallt. Es wurde andere angegriffen. Ja, er hat es halt nicht unter der Kontrolle gehabt. Ne? Also wie er dachte. Ja, auf jeden Fall, Richard sagt also, ja, nee, ich sag das dem Königreich, aber wir mussten halt diesen Schritt machen, um halt das jetzt wieder Vertrauen zu bekommen und dann hart zuzuschlagen, damit die Saber nicht wissen, was Sache ist. Das ist so der Plan. Und eigentlich kein Dummer, ja, also er sagt das morgen und
sie müssen dann nochmal zurück zu dem Tribut eine einzige Melone ja, hinbringen. War halt auch cool gedreht, man hat ganz am Anfang der Folge gesehen, wie sie halt eine Melone einpacken und dann hat man halt davor die Geschichte gesehen, ja. Dann ist dann alles passiert und dann sieht man halt wieder, wie sie eine Melone einpacken und halt dahin geht. Und dann sagt Morgan nur so, hast du den König schon gesagt? Und der König so, was? Und er so, nein, wir reden da später drüber im Königreich. Und dann, ja. Was kann man dazu sagen? Die geben die Melone ab, Morgan tötet dann Richard, ja. Fand ich ziemlich krass. Also hätte ich jetzt nicht einfach, dass Morgan jemanden killt, außer aus dem Königreich. Dann erzählt er halt alles, was passiert ist. Er war schuld, dass der Junge gestorben ist, weil er das weggelegt hat. Er wollte sabotieren. Und das soll als Vertrauensbeweis sein. Also das, was Richard ihm gesagt hat. Also ich glaube, dass die beiden, also er ihnen das schon gesagt hat und das so abgesprochen hat, dass er ihn wirklich tötet, damit die halt diesen Schritt machen, dass die Sabres den sehr vertrauen. War krass, also ich hätte nicht gedacht, dass Morgan das macht. Also Morgan war ja eigentlich jetzt so der Charakter, der halt versucht, alles friedlich zu klären, also ohne Tote. Und der killt dann Richard. War schon krank, also krass. Ja, auf jeden Fall, Morgan tickt dabei dann halt voll aus, weil er ihn gekillt hat und ist halt dann auch wieder ein bisschen labil, ne? Also so kannten wir ihn ja auch schon. Und der geht wieder ins alte Muster zurück. Könnte halt gegen den Kampf gegen Negan auch ein besserer Morgan sein, ne, für den Kampf hat. Aber ja, Morgan erzählt dann sogar Carol noch, also er hat, wollte es erst nicht sagen, was in der nächsten Episode ist, aber nachdem Benjamin gestorben ist und Richard, ich glaube, als beide gestorben sind, erzählt er ihr dann doch, was los ist und will halt gehen. Er darf aber dann, er soll im Haus bleiben und Carol geht dann zum Königreich. Ja, sie sagt nur, wir müssen uns auf den Krieg vorbereiten. Der König sagt so, ja, müssen wir, aber nicht jetzt. Also, wir werden uns vorbereiten. Und so wissen halt einfach nur komplett über diese Folge, dass das Königreich sich vermutlich jetzt anschließen wird. Ja, also, sie haben zwei Leute verloren, wollen sich das Vertrauen ergaunern sozusagen und dann wohl auch hart zuschlagen. Wie gesagt, es wird alles ein bisschen lang gezogen, aber war halt keine schlechte Folge. Ich meine, Richard wird dann begraben in dem Grab, was ja geschaffen worden ist. Ja, war okay, ne? Also wie gesagt, der Plan dahinter war gut. Dass es nicht so funktioniert, war eigentlich logisch. Ich denke mal so, okay, die haben gesagt so, ey, du wirst als erster erwischen, aber Tisch hat es nicht als erster erwischt. War irgendwie klar und dann, wie gesagt, ist das morgen ein Kind? Das fand ich ein bisschen, ja, hätte nicht sein müssen, hätte ja auch ein anderer machen können, ne? Aber okay. Das haben sie morgen wieder ein bisschen ein anderes Gesicht gegeben. Ja, das war die 13. Folge, ich weiß gar nicht, ist es 9, ich glaube 8, 18 Folgen gibt es, das heißt noch 5 Folgen bis zum Finale. Und die müssten ja langsam mal ein bisschen anziehen, ne? Also, wir haben jetzt das Königreich, was ja eigentlich bereit ist, wir haben Alexander, das bereit ist, die aber noch nicht genug Waffen haben, das heißt, sie müssen noch genug Waffen finden. Und die Frage ist, ob sie dann halt in dieses Amazonendorf gehen. Und das in 5 Folgen, mal gucken, wie das zusammengebacken kriegen. Oder ob sie am Ende im Kampf von Negan mal wieder einen Schnitt machen und wir dann wieder so sehr lange warten dürfen, bis wir wissen, was Sache ist. Ja, das war die 13. Folge. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freue. Ich will endlich das Finale, ganz ehrlich. Also, die bauen so lange auf und es soll endlich wieder was richtig Krasses passieren. Aber nächste Woche erst auf Folge 14 mal gucken, wie es da weitergeht, weil das Ende von Folge 13 hat halt jetzt alles offen gelassen. Es könnte jetzt nochmal, also Negan glaube ich nicht, dass gezeigt wird, aber wobei, eigentlich haben sie ja so einen Rhythmus gemacht, ne? Rick, Negan, Königreich, Negan, aber das Königreich kommt auf jeden Fall nicht vor. Kann gut sein, dass Rick jetzt nochmal vorkommt und die halt vielleicht in dieses Dorf gehen. Könnte ich mir gut vorstellen, ob es passiert, wenn wir nächste Woche sehen. Ich hoffe, ich schalte nächste Woche auch wieder ein. Bis dahin und ciao.